Wegen der Corona-Pandemie haben viele Autokonzerne die Produktion heruntergefahren. Auch der Flugverkehr wurde deutlich reduziert. Deshalb müssen viele Beschäftigte dort und auch in anderen Bereichen in Kurzarbeit gehen. Sie fragen sich nun, wie es weitergehen soll. Einige Konzerne stellen deshalb ihre Produktion um. Sie fertigen jetzt Schutzkleidung oder Beatmungsgeräte. Plötzlich ist denk- und machbar, was seit vielen Jahren dringend notwendig ist: die Konversion von zerstörerischen Industrien. Konversion bezeichnet den Umbau der Produktion von Konzernen, orientiert am gesellschaftlich und ökologisch Sinnvollen. Dabei wird überflüssige oder schmutzige Produktion durch nachhaltige und bedürfnisorientierte Produktion ersetzt. Solche Veränderungen sollten wir in vielen verschiedenen Industrien einleiten. Denn in Krisen wie der aktuellen zeigt sich, dass noch mehr Autos, Waffen oder klimaschädliche Flugreisen nicht benötigt werden. Stattdessen brauchen wir medizinische Güter und Mittel zur Grundversorgung wie Lebensmittel. Anstatt diese Industrien nach der Krise mit vielen Millionen Euro Hilfeleistungen und einer Abwrackprämie 2.0 wieder aufzubauen, müssen wir sie endlich umbauen. So kann zum Beispiel der Automobilsektor zum sozial-ökologischen Mobilitätssektor umgewandelt werden. Statt schmutziger Autos können Bahnen oder Oberleitungsbusse hergestellt werden. Außerdem könnten das öffentliche Verkehrsnetz und Radwege ausgebaut werden. So machen wir eine klimagerechte Verkehrswende möglich. Und auch die Beschäftigten bekommen ehrliche und sichere Perspektiven. Jetzt und auch nach der Krise brauchen wir den sozial-ökologischen Umbau der Autoindustrie, die Reduzierung des Flugverkehrs und den Umbau der Luftfahrtindustrie, den sofortigen Stopp jeglicher Rüstungsproduktion, wirksame Regeln zum Umwelt- und Klimaschutz, einen beschleunigten Ausstieg aus den fossilen Energien, keine klimaschädlichen Subventionen wie neue Abwrackprämien. So helfen wir nicht nur in dieser Krise, sondern wirken auch der Klimakrise entgegen.